Hallo, liebe Fotofreundinnen und Fotofreunde, es folgt ein weiterer Beitrag zu dem Thema, wie kann ich die Zeit des Shutdowns sinnvoll nutzen, um mir, anderen eine lang anhaltende Freude zu bereiten. Und bei diesem Thema ist schon der Prozess des Vorbereitens sehr erfreulich. Es geht um das Thema Kalender, die hier zu sehen sind. Ich habe heute ein Angebot gesehen im Internet, um diese A2-Kalender, also das ist viermal so groß wie den A4, für knapp 20 Euro. Die A3-Kalender hier, das ist die kosten jeweils etwa 15 Euro. Ja, ich rate dazu, macht mal ruhig einen etwas größeren Kalender, auf die 5 Euro zusätzlich kommt es vermutlich nicht an und das macht natürlich auch ein bisschen mehr her, wenn es so groß ist. So, was ist so erfreulich daran? Zum einen, dass diejenigen, die das geschenkt bekommen, oder wenn ich es mir selber schenke, habe das ein Jahr lang vor Augen, immer mal wieder, und kann mich daran erfreuen. Alle 7 Jahre im Durchschnitt kann man sich da nochmal dran erfreuen, indem man das wieder an die Wand hängt, denn dann sind die Wochentage wieder ähnlich, die Schaltjahre schmeißen das ein bisschen durcheinander. Aber im Prinzip alle 7 Jahre ist das der 13. April wieder am selben Wochentag. Man muss ja auch nicht unbedingt, wie ich es hier gemacht habe, das Jahr hier hinschreiben. Dann ist es offensichtlich, aber selbst wenn, es stört mich nicht, wenn die Wochentage nicht stimmen. Da gucke ich sowieso normalerweise auf meine Uhr oder auf mein Handy, wenn es mir darum geht. So. Ja, was ist besonders erfreulich zusätzlich daran, nämlich, dass der Prozess des Herstellens des Kalenders schon sehr erfreulich ist meistens. Also ich nehme einen Urlaub oder ein Fest oder ein Thema, gucke mal durch, was habe ich da für schöne Fotos. Das finde ich an sich schon mal eine sehr schöne Sache. Ich erfreue mich normal an sehr vielen Bildern und wähle dann etwa 20 schöne Bilder aus. Wenn ich das gemacht habe, gucke ich, ist das jetzt überwiegend Querformat oder ist das überwiegend Hochformat? Entsprechend wird der Kalender im Quer- oder Hochformat. Ich mache meine Urlaubsbilder fast immer im Querformat, deswegen sind diese Kalender hier auch alle im Querformat. Man kann das auch im Quadrat machen. Bei quadratischen Kalendern hat das den Vorteil, dass dieses Kalendarium, was einen Teil des Bildes oder des Platzes ja immer wegnimmt, den kann man entweder unten drunter oder an die Seite machen und hat dann wieder Hochformat oder Querformat, ohne das Bild beschneiden zu müssen. Ja, man guckt sich die Bilder nochmal gründlich an. Ich rate, packt euch die Bilder in einen extra Ordner, den ihr Fotokalender, keine Ahnung wie nennt. Inzwischen machen die meisten Kalenderhersteller das auch so, dass man nicht mit Januar anfangen muss. Also wenn ich das einem Freund, einer Freundin zum Geburtstag schenke, kann ich es mit dem Monat anfangen lassen, wo der Geburtstag stattfindet. Dann hat derjenige eben noch das ganze Jahr, sich daran zu erfreuen, also ein ganzes Jahr. Ja, ihr Lieben, inzwischen habt ihr eure Bilder ausgesucht und jetzt kommt die erfreuliche Aufgabe, das auf 12 Monate zu verteilen. Dabei stellt ihr vielleicht fest, dass ihr das ein oder andere Bild noch dazu nehmen müsst, weil ihr kein ordentliches Bild für Dezember oder für Juli gefunden habt. Irgendwann seid ihr damit fertig und geht auf die Webseite des Produzenten. Da stellt ihr fest, dass ihr normalerweise zwischen verschiedenen Oberflächen wählen könnt. Und hier ist an der Stelle zu beachten, dass wenn ihr die Seidenmatt-Variante wählt, die den Vorteil hat, dass es nicht so spiegelt wie ein Hochglanzfoto, dass das noch mehr als auch diese eventuell schon die andere Oberfläche die Bilder nicht ganz so knackig kommen, wie ihr das auf dem Monitor seht. Denn der Monitor zeigt normalerweise mehr Kontraste, als das auf dem Bild endgültig zu sehen ist. Das heißt, ihr müsst eventuell ein bisschen heller und ein bisschen kontrastreicher einstellen, bevor ihr das hochsendet.
Also eventuell nochmal in welchem Programm auch immer etwas zu verändern. Manchmal kann man es auch direkt auf der Webseite machen. Dann schickt ihr das hoch und nach etwa 5 Tagen, 5 Arbeitstagen im Regelfall, habt ihr das Ergebnis in der Hand. So, wenn ihr mehrere Bilder, mehrere Kalender machen wollt, rate ich euch, macht ihr erstmal nur einen und guckt, haut das mit der Helligkeit, den Farben, den Motiven hin oder möchte ich doch nochmal was verändern, tausche ich vielleicht sogar nochmal ein Bild aus und dann schickt ihr die Bestellung ab. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein paar Ideen gegeben und wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung, sowohl der Auswahl als auch beim Beschenken oder beim späteren Genießen der Bilder auch vom Kalender. Und ja, falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt, hier unten, wir versuchen möglichst schnell darauf zu reagieren und alle Fragen zu klären. Kurzer Ausblick auf das nächste Video. Es wird noch eins geben über das Thema Fotobuch. Da werdet ihr ein bisschen länger Zeit für brauchen oder haben können. Da kann man sich 2 bis 5 Wochen mit beschäftigen. Wenn das entsprechend umfangreich ist, eventuell sogar noch länger. Aber ich kann euch verraten, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe gerade auch 2 Fotobücher gemacht. Habe für das eine knappe Woche gebraucht, weil ein ähnliches hatte ich schon recht oft gemacht. Für das andere habe ich tatsächlich 4, 5 Wochen gebraucht. Das ist eine spannende Zeit und dann wird es nochmal spannend, bevor man es endgültig in der Hand hat, zu sehen, ja, wie sieht es jetzt im Buch am Ende aus. Auch da, wenn ihr mehrere bestellt, macht es eventuell Sinn, erstmal 1 zu bestellen, dass Details dazu kommen später. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis später nochmal. Tschüss.